Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd Kaizo. Ich habe im letzten Part doch gesagt, ich werde den Kampf gegen Mark, so heißt er in der deutschen Variante, offscreen machen. Und das habe ich auch. Und ich werde euch mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Das erste seht ihr, ich musste alle wirklich auf Level 80 trainieren, weil vorher keine Chance. So, und wie habe ich es geschafft? Bevor ich Sätze machen, sollte ich mir überlegen, was ich sagen möchte. Ich habe es geschafft, indem ich natürlich definitiv overleveled war, aber sein Problem war ja sein legendäres Pokémon, sein Entei. Das habe ich so besiegt, indem er hier sehr viel einstecken konnte und Entei so Schaden machen konnte, dass es auf Rot war. Und Danny hat dann mit Extreme Speed den Rest gemacht. Von dem her habe ich eigentlich sein schlimmstes Pokémon so weggemacht. So, und jetzt glaube ich, jetzt kann ich hier auch bei Team Aqua rein. Und ich habe ja gesagt, ich werde es jetzt wirklich so handhaben. Ich werde jetzt die nächsten zwei Parts, also die ich heute aufnehme, werden in diesem Versteck sein. Und nach zwei Parts werde ich wirklich sagen, okay, den Rest mache ich offscreen. Und dann treffen wir uns einfach zum Kampf dann gegen den Team Aqua Admin, den wir da haben. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, es war der Wolf oder der Rolf oder irgendjemand anderes. Ah, nee, stimmt. Genau, wir müssen ja zuerst noch... Stimmt. Wir müssen ja einen Grund haben. Genau, ich glaube, das war in Graffitport City. Ich spule das mal schnell. Genau, ich glaube, da war ja im... War das hier? Ich glaube, hier im Unterwasser-Dings war es, glaube ich, oder? Nee, wo war nochmal das U-Boot? Doch, das war hier, das weiß ich. Aber nicht hier, glaube ich. Wo war der denn? Genau, irgendwo, wo das U-Boot ablegt. Nein, das wollte ich sowieso nicht. Esse! Ich stelle mich wieder an wie der erste Affe. Ah, hier, genau. Hoho! Yes, indeed. We intend to move ahead with our exploration. That's wonderful, Captain Stern. Thank you for taking the time from your busy schedule to talk to us. We hope we can interview you again with news for more discoveries. Ja, die zwei Zwiebelköpfe. Whew. That was my first time to be filmed for a TV. It was nerve-wracking. Oh, Silu, you're looking great. We made a huge discovery on our last C4 exploration. We found an underwater cavern on route 182? 28, yeah. I don't know the numbers. We think it's the habit of a Pokemon that said they've been looking extinct. Captain Stern, I presume. We of Team Aqua will assume control of your submarine. Your objections are meaningless. We expect your total cooperation. Just watch and learn what Team Aqua has planned. Seine Stimme. What was that all about? It sounded like someone using a megaphone. Where did it come from? Pibling! It's from the harbor. It's submarine! Silu, please come with me. Der Dicke da konnte nicht mehr... Oh. Genau, hier ist er doch. Okay, jetzt muss ich schnell was trinken, sonst kriege ich die Stimme nicht hin. Hm. So, ich habe mir noch Trinken auf die Nase geschüttet. So, jetzt aber. Oh, not you again. Your attention is to track us here. That much I will give you. But now, no one can stop us. No one. Or will you follow us back to our hideout in Lilikov City? Yo. Solltet eigentlich einfach ertrinken. Why? Why would Team Aqua steal my submarine explorer? One. Gibt's da mehrere? They can't be after the submarine Pokemon at the bottom of the sea. Even if we were to chase them, I don't stand a chance against them. Aber ich. So, jetzt haben wir das getriggert. Jetzt kommen wir bei denen rein. So. Wie gesagt. Ja, dem seine Stimme, die gibt ein bisschen mehr auf meine Stimmbänder. Obwohl ich es ja eigentlich gewohnt bin. Ich habe aber nicht sehr eine tiefe Stimme.
Aber irgendwie dieses natürliche, etwas tiefer stellen, das kriege ich ziemlich gut hin. So, jetzt aber. So, die nächsten, wie gesagt, die nächsten zwei Parts, dieses Versteck danach nicht mehr. Einfach, dass ihr es wisst. Keine Angst, es wird nicht wieder langweiliges. Die ganze. Hier spule ich mal schnell. Ne, hier ist nichts. Hui, so. Ah, hier ist schon einer. My man! Eieiei, suspicious character spotted. Enemy spotted. A prominent. Go, go, go. Ja, die CSS-Sprüche. Okay, es ist wieder sowas. Was haben wir denn da Schönes? Die Palme. Rudi! Brumm, brumm. Sag mal, wir tun jetzt uns gegenseitig. Hat der nicht... Nein, der hat kein Intimidate. Aber wir haben Shadow Ball. Boom. Au, 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 au. Verdammt. Ja, genau. Das trifft natürlich. Ja. Ja. Wow, das hat sich ja gelohnt für dich. Oh, verdammt. Houston, we got a problem. Ah doch, den kann ich so. Kann das Erdbeben? Klar kann es Erdbeben. Aber hey, ich habe den Schleimhaufen. Raus mit deinen Fingern. Und lustigerweise hat mein Slimog immer noch nicht Säurepanzer erlernt. Was mich ein bisschen stinkig macht. Aber hey, dann kann ich alles haben. Gangshot. So, willst du ein bisschen Schaden machen? Okay. Tschüss. Ja. Gut, dann machen wir das gleich. Ich spule das mal schnell. Genau, Extreme Speed. Ja, wer konnte auch wissen, dass sein blödes Ding Counter kann? Keiner. Deswegen, ja. Jetzt wisst ihr es, wenn ihr das dann spielt. Valrainer. Rainer, der Rainer. Ich hab nichts gegen Valrainer. Naja, müssen wir es halt mit Bodenattacken angreifen. Raus mit dir, Sumpex. Ich hab kein Pokémon mit Pflanzenattacken. Merke ich gerade. So, Earthquake. Bin natürlich maßlos überlevelt. Aber, ja, ihr seht, dass... Es sind so viele. Das tut dir aber nichts zur Sache. Man sieht's halt einfach. Das interessiert diesen Hack nicht wirklich, ob ich mich überlevelt habe oder nicht. Das ist ja das Lustige. Man kann sich hier wirklich. Ich bin ja wirklich 20 Levels über ihn jetzt, aber das juckt die nicht. Swampert. Ja, das habe ich ja auch. Ja, ja, ja. Oh, da kann ich ja mit Muddy Water. Ist ja normal, Normalstärke. Da stecke ich wiederum besser weg, weil ich ja mehr physische Verteidigung habe. Wie, das sollte der aber eigentlich auch wissen, der gute Mann. Wenn er schon einen Sumpex hat. Sehr schön. So. Qualfisch. Nee, bleiben wir drin. Guckt euch den komischen Stachelfisch nur mal an. Ja. Dieser blöde Popfossen. Du bist Krocke, bist du. So. Ja. Können wir eh gleich wieder aufheilen gehen. Bin ich noch nicht weiter rein. Oh, der ist ja bald. Der ist ja schon 81. Oh, dann noch den falschen. Egal. Ja, und natürlich ist dieses Drecks viel schneller als ich, obwohl ich mehrere Level über ihm bin. Haha. Was hier gleich noch die Synchronisation. Blöde Stachelvieh. Mach es tot. Das können wir schnell spulen. Egal, reicht. Level 81, sehr schön. Hoho. Das ist sehr gut synchronisiert. Oder gesprochen, besser gesagt.
It took the loss for team, but I did it good. Ja, extrem. So, das war schön. Wir sehen, es hat sich also nichts verändert. Das ist nach wie vor Kaizo. Das spule ich hier mal schnell ein bisschen. Das wollte ich jetzt nicht. Esse. Für einige von euch, die sich fragen, wie ich denn trainieren konnte, weil dieser Kaizo-Hack ist anders als seine Vorgänger, weil im hohen Gras spawnen ja kaum noch Pokémon, indem man sich ja nicht so gut überleveln kann. Das war eigentlich, glaube ich, die Idee. Es gibt hier eine... Blöder Popel. Ich will nicht. Lass mich gehen. So. Es gibt in der Nähe von der 6. Arena, von der Flugarena, gibt es eine Höhle. Und in dieser Höhle spawnen viele Pokémon. Sind halt Feuer-Pokémon. Also, mal nach rechts, immer der Gesinnung, ne? Oh. Genau, immer wenigstens bei schönen Frauen gelandet. Hey! You there! Which do you think is cool? Team Aquas Uniform oder Team Magma? Kommt darauf an, wer sie trägt. Wenn man Courtney fragen würde, die ist schon ein bisschen creepy, die Alte. Das darf man nicht vergessen. Cloyster, guck die neuen an. So, raus mit dir. Ja, aber der greift ja eh speziell an. Also, ist der Intimidate-Dings. Ja, machen wir mal Double Edge. Batsch. Aua. Mögest viel Schaden reinzwiebeln. Nicht cool. Warum? Könnt ihr nicht einfach mal normale Attacken machen? Die mir nicht auf den Sack gehen? Ich hasse es. Raus mit dir. Brumm, brumm. Immer Explosion. Ludicolo, perfekt. Gleich den richtigen ausgewählt. Kapalores, hier, Drillpack. Weil der kann böse Attacken namens Eisstrahl. Machen Aua. So, du bist tot. Immer mit ihrem blöden Explosion. So, Kingdra. Hoho. Boah, was machen wir gegen den? So, der kann wenigstens kein... Konter. Raus mit dir, Schleimklumpen. Hände in die Höhe. Wollte ich auch immer mal haben. Krieg ich ja nicht. Hoho. So. Ja, jetzt treffe ich plötzlich nicht mehr, oder was? Ja. Ja, natürlich. Ach, come on, ey, dieses dreckige Scheiß-Pokémon. Ich drehe am Rad, ganz ehrlich. Doch eine lächert. Ja, natürlich, Toxic. Ach, Fahrt zur Hölle. Ich spule das mal schnell. Es regt mich schon wieder. Regt mich schon wieder auf. So, stirb, blödes Vieh. So, jetzt bin ich wieder. Bin ich wieder beruhigt. What a load of bullshit. Guckt euch das an. Natürlich. Octazooka und dann trifft er gar nicht mehr. Ist klar. Mhm. Kriki, der kann sich ja auch wieder dieses blöde Zeug namens Gigasauger, Bodyslam ins Gesicht. Batsch! Werde paralysiert, du blödes Drecksvieh. Frustration. Au, aua. Du bist noch nicht frustriert genug. Deswegen funktioniert das nicht. Earthquake. Kann sicher auch Eisstrahl. Macht mich schon wieder aggro. Hypno. Jo, haben wir was. Aus mit dir. Alle ab. Hohohoho. Ist der kleine Kinder empführt. Pädophiler. So, der erste Part ist schon wieder vorbei. Schnipp, schnapp. Au, 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 au. Ja, Nat. Guckt euch das an. Ich bin fast 20 Level drüber. Ja, fahr zur Hölle mit deinem blöden Zeug hier. So. Okay. Ich werde dieser gute Übergang gleich wählen. Ich werde jetzt zurückgehen, heilen, wieder hierher kommen. Und dann treffen wir uns gleich wieder hier, wenn alles wieder weitergeht. Für den zweiten Part in diesem Versteck. Und bis dahin sage ich, peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.